Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ja, ich höre schon, lauter Villager hier unterwegs. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer, zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Einigen Leuten wird das hier vielleicht bekannt vorkommen. Denen das nicht bekannt vorkommt, denen sage ich es gleich. Das hier ist Minecraft Chimney. Ja, ein kleines Winterprojekt, das ich im Jahr 2018, ja, 2018 parallel zum Adventskalender 2018 geführt habe. Ja, wir sollten mal lieber schlafen. Nachts ist es hier gar nicht so toll. Obwohl wir befinden uns, glaube ich, sowieso im Kreativmodus. Deshalb, ja, wir befinden uns im Kreativmodus. Daher ist es auch egal. Dann greifen uns die Zombies eh nicht an. Da sind lauter Villager in meinem Dorf, in meinem Haus. Ja, heute mal eine kleine Wanderung. Eine kleine Klassenfahrt sozusagen. Eine Klassenfahrt alleine. Durch mein Winterdorf, Minecraft Chimney. Und geht hier mal aus meinem Haus raus. Aha, ich kann fliegen, aber ich kann die Villager nicht kaputt machen. Alles klar. Ja. In diesem Weihnachtsprojekt habe ich mir halt hier auch meine eigene Bude aufgebaut. Das war ursprünglich eigentlich so ein bisschen als, ja, hier Geschenke, war ein bisschen so als Adventskalender geplant. Irgendwo müsste es hier auch noch die große Tür geben, weit weg vom Dorf, wo ich halt eigentlich die Adventskalendertürchen aufgebaut habe. Ich wollte eigentlich jeden Tag im Dezember, also vom 1. bis zum 24. Dezember, ein Adventskalender-Türchen, ein Part von Minecraft Chimney hochladen und dort eine Story aus dem Dorf hier machen. Letztendlich wurde dann daraus, ja, ich glaube, sechs oder sieben Parts, vielleicht waren es sogar acht, sechs oder sieben, acht Parts sind dann daraus geworden, in denen ich halt hier Minecraft Chimney gespielt habe. Die Parts dürften auch noch verlinkt sein in der Minecraft Arno Playlist. Ich habe sie damals nicht wirklich mit dazu gezählt. Zählten von den Parts Nummern her nicht wirklich. Hier fehlt eine Tür. Fehlt in das Rathaus. Zählte nicht zum Projekt mit dazu, wo nicht so nummeriert, aber ja, der Sitz des Bürgermeisters. Ups, ja, jetzt habe ich hier ein Loch reingemacht. Sorry, welches Holz war das denn? Welches? Nicht ganz. Ja, und heute will ich euch vielleicht auch mal ein bisschen zeigen, was hier alles so versteckt ist, was ihr 2018 noch nicht gesehen habt. Was in diesem Dorf alles unterirdisch und was er alles so, ja, versteckt an Sachen zu finden ist. Weil nicht alles habt ihr im Projekt damals gesehen. Heute eine kleine Rundführungstour. Das Rathaus habt ihr schon gesehen, mein Gebäude und hier zum fliegenden Enderdrachen, die Kneipe.
Ja, das Krankenhaus habe ich, glaube ich, damals auch nicht gezeigt. Das ist auch weggeblieben. Das ist komplett. Ich glaube, fast komplett. Ausgelassen worden. Ja, hier nur ein Villager-Haus. Hier ist ein Schwert und eine Spitzhacke mit drin. Ja. Dann gehen wir mal ins Krankenhaus. Hier haben wir den Gang. Da stehen auch schon ein paar Villager, die wollen sich behandeln lassen oder was. Wartezimmer. Oh, ja, hier hat wohl irgendjemand ein Loch in die Wand gesprengt. Das hier ist das Wartezimmer. Dann geht sie hoch zu den Patientenräumen. Hier die Quarantäne. Ja. Dann kommen die Leute rein, die hochgradig ansteckend sind. Und hier ist der Gemeinschaftsraum. Hier werden die Patienten wie im Lazarett hier aufgebahrt. Na, aufgebahrt nicht. Aufgebahrt werden Tote. Aber ja, hier sind Waschbecken für die Doktoren zum Desinfizieren. Und da geht es nochmal aufs Dach. Eine kleine Rauchecke im Krankenhaus. Ja. Kleines, ja, Ausguckplattform für die Doktoren. Und Krankenschwestern. Ja, so sieht's aus. So. Dann gibt's hier in diesem Raum OP3. Das ist ein Operationsraum. Hier ein Werkzeug. Ja, genau. Hier ein Operationsmittelkisten. Hier, da kann sich der Patient drauflegen. Da kann er da operiert werden. Jo. Hier in OP1 sieht es genauso aus. Nein, nicht genauso, aber ähnlich. Der Doktor ist schon drin. Hier in 2 ist auch jemand drin. Ja, das ist OP2. Ja. Das zum Krankenhaus. Ja. Da kann man operiert werden, wenn man sich im Kampf in der Schlacht geschlagen wurde. Ja. Hier ist noch ein Villager-Haus. Oder was? Was habe ich hier gebaut? Ja, auf der Deko kann man nach oben. Das sind ja Ranken. Das sind alles Elemente, die man. Das sind ja eigentlich alles Elemente, die es in normalen Minecraft auch gibt. Bloß halt bunt gestaltet. Verrottetes Fleisch ist jetzt hier ein Salatblatt. Nicht fressen. Schade. Hat halt alles so einen weihnachtlichen Look hier. Hier haben wir noch ein Haus hoch auf dem der Händler. Und der Händler ist direkt drin. Geh runter von der Falltür. Oha, jetzt habe ich ein Loch reingemacht, wo es nicht rein sollte. Hier ist direkt eine Falltür. Da fällt man nicht runter, sondern da kann man hier in einen geheimen Gang rein. Ich glaube, den habe ich gezeigt am Projekt. Der müsste bekannt sein. Durch diesen Gang geht es dann hier durch. Hui. Ins Geschenkelager. Ja. Ein großes Geschenkelager. Mit den ganzen Geschenken für Weihnachten. Von den Elfen. Oh, hier ist auch schon eine Elfe. Die unterhalten sich gerade. Da will ich nicht stören. Ja, hier werden halt die ganzen Weihnachtsgeschenke für die braven Kinder aufbewahrt. Dann geht's hier, wenn man den Weg auch richtig rausfindet. Nach oben. Hier kann man durch. Gibt's eine Treppe nach oben. Dann geht's in die Weihnachtsfabrik. Der Weihnachtsmann. Hier. Und werden die Geschenke transportiert und werden hier schön verzaubert. Hier ist die Weihnachtsschmiede. So. An der Rezeption steht noch jemand. Steht da noch einer? Ein schöner Weihnachtself.
Ja, der ist eingesperrt. Ja, wundervoll. Hier können die Elfen schlafen. Es ist noch nicht Nacht. Ja. Die Arbeiter schlafen hier direkt in der Fabrik. Direkt am... Was haben wir hier? Oh, okay, jetzt habe ich es weggemacht. Ganz, ganz heimlich weggemacht. So, was war das denn? Das war so ein Weihnachtsmannbart. Das hat ja auch alles eine Deko. Hat ja auch alles Sinn und Zweck. Ja, Inventar. So, hier. Mal schauen. Ach so, ja, das war ja die Lederkappe. Das ist der Weihnachts. Können wir nicht anziehen hier? Da sehen wir aus wie der Weihnachtsmann. Jo. Hier so. Ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. So, und hier ein paar hübsche Banner. Ein paar Weihnachtsbanner. Hier geht's in so ein ja, Verzauberungsding. Oh wei. Hab ich schon wieder kaputt gemacht. Wir haben Creative-Modus. Ist man hier schnell dabei, Sachen zu verzerkloppen. Verzauberungstisch. Ja, ich wollte jetzt hier eigentlich nichts kaputt machen. Tja, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, aber ist ja auch nicht so wichtig. Und hier kann man dann halt auf den Turm. Hier sitzt eine kleine Kiste. Hier stand eigentlich noch eine kleine Weihnachtsmannuniform. Und hier war noch ein Stein, über den man rüber konnte. So, hier jetzt hoch. Hier hat man schon die erste Etappe. So. Nächste kaputte Weihnachtsstätten. Die haben sie zerkloppt. Die bösen Gnome oder so, keine Ahnung. Den wollte ich auch eigentlich mal in dem Minecraft-Adventskalender reparieren. Es war wirklich, diese Map wurde eigentlich gebaut, um wirklich einen 24 Adventskalender natürlich den Part Let's Play draus zu machen. Also wirklich 24 Parts waren hier machbar. Ja, hier sehen wir das Ganze nochmal von oben. Da sind wir auf dem großen Schornstein. Da war Weihnachtsbaum, da war die Kirche. Gefängnis haben wir auch noch, ein Friedhof. Da wollen wir auch nochmal gleich hingucken. Und dann da hinten zu dem großen Leuchtenstein, der Komet, der hier hineingefallen ist. Jo. Den Kometen, den habe ich damals auch für das Projekt ganz, ganz auffällig, ganz aufwendig überbaut. Hier muss man kurz schlafen. Da habe ich so einen Hügel einfach drüber gebaut. Da habe ich einfach im Creative-Modus einfach den Hügel drüber gebastelt und dann für den Part, als das explodiert ist, als der Komet eingeschlagen ist, einfach den Hügel abgebaut und dann im Schnitt das so aussehen lassen. Und es wäre da wirklich was eingeschlagen. Hier haben wir den Weihnachtsbaum oder Tannenbaum. Da geht, glaube ich, ein unterirdischer Gang hin. Ja, hier eine Leiter. Da können wir hier unterirdisch zum Tannenbaum hin. So, hier einmal lang. So, da gibt es Geschenke unterm Tannenbaum. Ja, das habe ich, glaube ich, selbst im Projekt gebaut. Also das ist nichts, was vorher schon da war. Es war original aus Minecraft Chimney, aus dem Projekt. Ja. Ist ja heute mehr ein Hinter den Kulissen Video in dem Projekt. Oh, eine Kirche. Halleluja. Kirche im Dorf. Viel größer als die in Arnor. Tja, das muss man erstmal schaffen. Minecraft Arnor.
eine winzig kleine Kirche machen und hier eine riesig große Kathedrale. Ja. Ist aber vieles angelehnt an die Minecraft-Arbor-Kirche. Ja. Ja, hat sogar geklappt mit dem Kreuz. Ja. Weiß nicht, ob ich die euch im Part gezeigt habe. Habe ich das? Kann sein. Habe ich bestimmt mal in einem Part gemacht. Haben wir eine Schallplatte. Jetzt wird gespielt. Nein, bloß nicht. Was haben wir denn da? Ach du Schande. Horrorgeräusche in der Kirche. Ja, das passt schon viel besser. Hier kann man dann hoch. Oh, ist ein Zombie drin. Ist auch schlecht ausgeleuchtet. Ist ja der Raum über der Kirche. Direkt drüber. Hier ist ein Creeper. Explodiert zum Glück nicht. Kann ich dich nicht töten oder was? Ja gut. Hier mal wieder zumachen. So, wo ist denn das Steinchen, was ich suche? Hier so einen brüchigen Stein, Silberfischchen. So. Ja, wenn es hier halt schlecht ausgeleuchtet ist, dann kann sowas mal passieren. Dass hier sich Monster aufhalten. So, und hier auf der anderen Seite kann man auch nochmal hoch. Jetzt halt hier auf den Kirchturm hoch. War auch wieder ganz große Aussicht. Hier haben wir noch einen kleinen Raum. Hier hoch. Ich glaube, das gab es im Part. Das habe ich euch gezeigt. Hier die Kirche von oben. Auf der anderen Seite könnte man mal das. Auf der anderen Seite hat man einen besseren Ausblick. So. Ich kann ja fliegen hier in Minecraft. Ja, da haben wir es. Da war die Kirche. Zack. Hier auf dem Dach. Da liegt ein bisschen verrottetes Fleisch. Ups. Da werden wir unten. Und gehen wir mal auf den Friedhof. Hier ein abgezäuntes Gebiet. Friedhof. Hier schon ein paar Gräber, die ausgegraben sind. Hier ruht schon jemand. Hier kann man sich reinlegen zum Schlafen. Hier wird wohl jemand demnächst beerdigt. Ja, hier sind schon Pflanzen drin. Zwei sind schon beerdigt worden. Zwei Elfen. Und hier sind noch leere Gräber. Ja, da hätte ich auch was mit vor. So, hier ein Gefängnis. Muss vorsichtig sein, da kommt man von innen nicht mehr raus. Jo, muss ich wieder abbauen. Oh, ja. Hier ist was explodiert. Da hat sie eigentlich so eine Tötungsanlage, so ein Hinrichtungszimmer gemacht. Da ist wohl mal ein Monster reingegangen. Eine Sonderzelle. Was halt noch davon übrig geblieben ist. Vom Gefängnis. Ah, wir sind gefangen. Au, hey. Das war eine Falle. Ah ja, der Ausgang entsprechend gesichert. Ah, deshalb Sonderzelle. Wenn einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. Ja. Sind hier alle Zellen so gesichert? Ja. Wenn einmal drin ist und fliehen will, gefangen wie immer. Hier geht's runter in den Kerker. Hui. Da geht's runter ins Loch. Gefangen. Hilfe. Unter der Erde im Loch gefangen. Das Loch.
gibt's auch in Minecraft. Das Loch. So. Dann kommt man hoch. Ja. Ist ja wirklich so, wenn man hier reingeschickt wird, kann man halt wirklich nicht mehr raus, wenn man halt hier... Oha! Schmeiß ich alles in die Luft. Oh, das ist ja freundlich. Also wenn der hier in der Mitte fliehen will, dann fliegen auch gleich die anderen in die Luft. Ja, zerstöre ich hier die Map. Das ist ja auch... Ja. Ehrlich gesagt, brauchen wir es auch nicht mehr. Und hier war halt so ein... Hier kannst du halt wen einsperren. Ja. Der wurde dann halt durch so eine Lavafalle in die Luft gejagt. Hast halt als Henker hier draußen auf den Knopf gedrückt und dann war hier innen drin. Ihr seht die Lava noch. Fiel der zum Tode verurteilt in die Lava hinunter. Ja. Auch was ganz Kreatives, was man so bauen kann. Ja. Ein paar Tötungsfallen in Minecraft bauen. Ist auch mal ganz schön. Ja, dann bleibt jetzt nur noch der Meteorit übrig, den wir im Minecraft Chimney Projekt ja nur von Ferne gesehen haben. Hier ganz nah ran können wir mal gehen. Finden das Krater. In den Krater, den der Komet geschlagen hat. Ich brenne. Können wir mal tauchen gehen. Ja, hier habe ich halt alles gebaut, habe ich alles selbst gemacht für das Projekt. Wie gesagt, das war halt ziemlich, man sollte halt eine ganze Geschichte darstellen, ziemlich ausgeschmückt. Hier, die Hölle, da ging es auch noch weiter, da war auch noch die Möglichkeit hier reinzukommen, in die Hölle, ja. Wer hier reinfällt, kommt gar nicht mehr raus. Sein das im Creative Modus. Ja, also hier waren einige, hier sollten einige Monster unten sein. Vergast und so weiter. Und hier sollst du dann wirklich geschmort werden. Wenn du hier unten, wenn du hier drin gefangen warst, wurdest du nur noch da draußen dann gehält. Ja, es war auch eine Mission halt hier, die Villager aus der Hölle zu befreien. Die ganzen Monster zu besiegen. Dann waren halt hier die ganzen Bücher, die man lesen konnte. Du hast uns gerettet, Fremder. Hab Dank, großer Retter. Ohne deine Hilfe hätten wir die Lohen aus dem All unsere Elfen elendig verhungern lassen. Der Bürgermeister wird nun mit dir reden wollen. Held, triff dich mit ihm im Rathaus, im Zentrum des Dorfes. Ja, und im Rathaus war dann halt schon wieder so eine Geschichte in einem Buch. Ja, war halt alles so ganz kreativ gemacht. Von Geschichte zu Geschichte, das habe ich halt alles in diese Bücher geschrieben. Konnte man halt, hätte man halt wirklich weitermachen können, hätte man sich halt wirklich durchbegeben können. Ein Pferd. Es ist sogar besattelt. Nicht? Es wirft mich ab. Ah, okay. Ich habe auf ihn geritten. Ich kann ja fliegen, das ist ja nicht das Ding. Kannst auch ein bisschen schneller fliegen. Da laufe ich ja lieber zu Fuß. Das ist schon etwas schneller. Schallplatten. Ja. Was man im kreativen Modus so alles tun kann. So. Dann gab es hier noch irgendwo ja einen Geheimgang, gab es noch, ah ja, es gab noch in der Fabrik, gab es noch einen kleinen Geheimgang, der hinausging, aus dem man aus der Fabrik fliehen konnte. Dann gab es noch einen, für den Fall, dass die Fabrik angegriffen wird, die Elfen fliehen müssen. Ich glaube hier, der war das, oder war das nur der? Nee, das war's. Fabrik internes Swimming.
Cool, Swimming Center. Okay, und wo geht's hier lang? Da geht's um die Ecke. Runter. Okay. Na, was denn hier? Licht. Ja, auch ein. Und versteckter Ausgang. Einer von vielen. Ja, die Fabrik, die steckt voller vieler. Voll Geheimnisse. Hier, ganz viel Essen drin. Ja, wundervoll, Ski. Geht's nochmal runter, hier wollte ich nochmal hin. Dann geht's noch unten im Lager ein kleines Entkommen. Dann kann man noch aus dem Lager raus. Hier gab es ein Loch, da sind doch schon mehrfach rausgekommen. Notausgang. Hops, hier runter. Dann gibt es hier einen geheimen Weg. Ganz hinten, hier lang. Zack. Eine Leiter nach unten. Hui, das geht ganz tief unter die Erde. Ganz tief. Bis ganz runter. Ja. Ist dann schon tief unter der Erde. Hier ist noch ein bisschen Schleim, wo man drauf springen kann. Hier ein paar Geschenke gelagert. Die werden dann hier auch exportiert. ZL Reiten. Na komm. Jo. Dann fahren wir mit der Lore hier durch den Weg. Hui. Durch die Minen, durch die Höhlen. Wow. Vorsichtig, nicht runterfallen. Und hoch. Hui. Hui. Ich weiß gar nicht, was ich davon. Ah, Hilfe, zurück geht's jetzt. Ja. Geht schon wieder zurück. Ich weiß nicht, was ich davon alles in den Parts gezeigt habe. Waren nur 6 Parts, also so viel konnte ich nicht zeigen. Aber ja. So hoch hier, hoch den Berg. Und zack, zack. Zack, zack hier. Hier sind auch schon ein paar Geschenke. Verlassen. So, dann geht's hier hoch. Zack. Und den Leiter wieder hoch. Das Ganze halt komplett unterirdisch. Hier könnte man noch in eine weitere Höhle rein. Das will man nicht. Sieh mal, so bis tauchen. Hier geht's unter Wasser raus. Na. So, und dann komme ich ja jenseits des Dorfes aus dem Wasser getaucht. Muss mal die Luft anhalten, bis man wieder draußen ist. Und hier ein kleines Fluchtboot, dass man über den Weg, über den See entkommen kann. Jetzt fahren wir über den See, jetzt fahren wir über den See. Ja, zur Not hat man auch hier gleich die Bahn, die einen weit weg aus dem Dorf fährt, zum Startpunkt unserer Reise. Oder man hat keine, dann muss man sich eine craften. Man ist ja im Creative-Modus. Da geht das ja. So. Hier, eine Lore. TNT-Loren haben wir auch. Das wäre auch mal ganz interessant. Hier meine Sätze und rein da. Lorenfahrt. Eine Lorenfahrt, die ist lustig. Und dann gehe ich mal zum Startpunkt. Ups, hier durch die Nacht. Oh, eine weitere Lore. Geh du weg. Vorwärts. Nicht zurück. So, hier lang. Irgendwas auf vorne fällt. Okay. Und wo ging das lang? Fahren wir schon wieder zurück, oder?
Ich habe den Orientierungssinn verloren. Sind wir gleich wieder bei der Fabrik oder was? Nein, hier sind wir. Am Startpunkt. Die Startlore. Lore verlassen. Ja. Und da werden wir hier die Staatstruhe. Hui. Weihnachtszwergi. Und dann gab es hier noch ganz am Anfang hier. Hier gab es irgendwo oben in den Wolken ein kleines Luftschlösschen, wo ich das Intro auch für Minecraft Chimney gemacht hatte. Vom Luftschlösschen, ja hier, das war auch gleich runtergefallen an den Startpunkt. So. So, Türchen 1 ist schon geöffnet. Kommt man halt hier. Türchen 2, Türchen 3, Türchen 4. Da stehen halt überall Nummer drüber. Nummer 4, Nummer 9, Nummer 14, Nummer 23. Ja, kommt man halt überall durch marschieren. Hätte man halt jetzt sagen können, welcher ist heute? Heute müsste der 21. sein, wenn ich jetzt nicht komplett irre. Wenn das Video online kommt. 20. Das meint jetzt hier suchen. 21. Türchen mit dem Schneemann drauf. Und hier. Wow! Batz. Ja, so sieht das aus. Das war eine kleine Wanderung durch Chimney. Da wird schon wieder Tag. Und das ist der Abendgrauen. Es war glaube ich schon die ganze Zeit Nacht, also wird es schon wieder morgen. Ja, in dem Sinne, Däumchen mich nach oben und sollte euch diese kleine Tour durch Minecraft Chimney gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag, man sieht sich. Ja, haut rein. Ciao, ciao. Creeper mit Weihnachtsmütze. Ne, das ist ein Skelett. Auch die Creeper und Skelette sehen hier schön aus. Ja. Ciao, ciao.